Medibyroid, the heroes of tomorrow. Der Name kommt aus dem Iran. Das ist ein persischer Name, der Name meines Vaters. Und daher habe ich diesen exotischen Namen. Oh, große Probleme. Buchstabieren ist auch ein ganz großes Problem. Selbst in der Halle passiert es ab und zu noch, dass da ein L vergessen wird. Und ja, mit Aussprache gibt es auch ganz verschiedene interessante Versionen. Aber trotz alledem schaffen es viele. Abenteuerlich. Ich meine, wenn man es zweit ausspricht, ist ja Jalalpur, das sagen viele, wenn es Jalalpur ausgesprochen wird. Aber Tulilpur oder sowas habe ich schon gehört. Und ja, gibt es ganz verschiedene Aussprachen. Ich habe eigentlich früher in der Jugend immer die 5 gehabt, aber dann über die Uni bin ich irgendwie zur 7 gekommen, weil es da die 5 schon, die war schon vergeben. Und dann dieses Jahr weiß ich gar nicht, wie ich zur 7 gekommen bin, aber es ist einfach nur, mit der ich spiele. Aber gibt es leider keinen speziellen Grund dafür. Interessant auf jeden Fall, viele Höhlen, viele Tiefen. Es ist turbulent, speziell nach dem Pokal, das war für mich immer noch ganz markant im Kopf, da mit der, während ich meinen Rhythmus gefunden hatte und dann mit der 2 Wochen Pause und dann auch da ein paar turbulenten Spielen und so weiter. Aber als Fazit, also ich mag die Truppe sehr und ich denke, bis jetzt ist noch nicht so gelaufen, wie jeder sich das vorgestellt hat. Aber müssen wir trotzdem irgendwie drauf aufbauen und jetzt das Beste noch draus machen. Gibt sogar eine lustige Geschichte dazu. Also als Kind war ich mal relativ krank. Also ich musste ein paar Wochen aus dem, ich glaube es war noch der Kindergarten wegbleiben mit 5. Und dann meine Mama für den Zeitvertreib mir eine DVD gekauft. Und die DVD hieß Space Jam. Oder eine DVD, das war damals noch eine Videokassette. Und dann habe ich den Film geguckt. Und dann habe ich ihn immer wieder geguckt. Und dann nach den 2 Wochen, die ich da ungefähr krank war, habe ich der Mama gesagt, dass sie mich bitte zum Basketball anmelden soll, wo auch immer das es gibt, nachdem Mama mich dann, glaube ich, zu meinem 6. Geburtstag im Dorfverein bei uns angemeldet und dann bin ich so zum Basketball einfach allein dazugekommen, über den Film quasi. Es war Spielgemeinschaft, aber in Chibaschat, also in meiner Heimat, aber ich glaube, das war damals schon die SG Towers Speyer Schifferstadt. Ja, und dann direkt von dem Film alles Liebe auf den ersten Blick quasi und dann meine Erfahrungen. Was habe ich dann direkt bei uns? Gab es dann nur U10, dann habe ich mit 6 schon direkt mal 4 Jahre U10 gespielt. Das war ein super Erlebnis und dann habe ich alle Jugendstationen durchgemacht und den klassischen eigentlich, also damals den deutschen, die Basketballschule durchlaufen quasi. Und dann sind wir jetzt hier 21 Jahre später. Das ist immerhin Bayreuth. Ja, ich bin dann nach der MBL, die sagst du mir auch schon, die ich durchlaufen bin, hatte ich die Entscheidung quasi dann da versuchen, direkt den Profiweg einzuschlagen. Aber über gewisse Geschichten, die erzählt wurden und so weiter, hat mir in Nordamerika immer, war immer sehr interessant für mich quasi dahin zu gehen. Und dann bin ich da erstmal nach Amerika ein Jahr und dann auch wieder im Umweg nach Kanada. Und dann da quasi das klassische Unileben durchlebt, also über ein Scholarship quasi da meinen Abschluss gemacht. Was auch extrem vorteilhaft ist, weil ich schon immer irgendwie gleichzeitig was mit der Uni machen wollte. Und dann nach Spanien als erste Profi-Station, nach Österreich. Und dann wieder war ich knapp, was waren das, von 19 bis, was war ich jetzt, 27, also knapp 8 Jahre lang war ich glaube ich weg. Ja. Und dann war 7, 8 Jahre und dann wieder nach Deutschland. Ich habe am Anfang habe ich so Allgemeinkurse genommen, aber dann in meiner letzten Station quasi in der University of British Columbia habe ich dann Sportwissenschaften studiert und das auch mit dem Bachelor quasi in meinem letzten Jahr dann abgeschlossen, 2018. Genau, habe auch an der Uni meine Frau dann, meine jetzige Frau quasi kennengelernt, die da auch Sportlerin war.
Es ist halt immer super ist an der Uni, dass es da alles so ein enges Netzwerk gibt, dass man auch andere Athleten und in dem Fall Athletinnen kennenlernt. Und dann ja, hat es gefunkt und jetzt sind wir seit letztem Sommer glücklich verheiratet und dann also quasi ein Abschluss und eine Frau aus Kanada mitgenommen. Also super, leider dieses Jahr wegen Corona haben wir konnten am Anfang immerhin noch ein paar Sachen machen. Ein paar Sachen, die uns halt empfohlen wurden, die Eremitage und so weiter und auch ein paar Sachen angucken und so weiter. Aber speziell für meine Frau ist es wunderschön, weil wir doch echt, wie wir schon mal gesagt haben, extrem viele Schlösser gibt es in der Umgebung und es ist halt toll, was es in Nordamerika nicht so gibt. Und mir gefällt es auch super. Leute sind sehr gut drauf und gemütlich und deswegen fühlen wir uns beide super wohl. Das fängt mit einem Kaffee morgens an. Gemütlichen Kaffee, wenn es gutes Wetter ist, setzen wir uns auf die Terrasse, die wir da haben. Ganz gemütlich, gutes Frühstück. Und dann, ja, wir sind sehr, sagen wir das outdoorsy People quasi. Wir gehen dann sehr gerne raus, spazieren, irgendwas Neues entdecken, eine kleine Wanderung und so weiter. Und dann endet das alles abends wieder daheim mit einem guten Abendessen und auf der Couch mit einem gemütlichen Film oder so. So würde ich den Tag quasi beschreiben. Beides sehr schön, aber uns hat es das Fichtelgebirge sehr angetan, muss ich sagen. Da gehen wir auch immer wieder gern hin da und ja, wunderschön dort. Wegen meiner Herkunft quasi muss ich sagen, irgendwas mit einem persischen Reiskuchen wieder bekannt ist quasi. Wir haben so einen persischen Reiskocher, wo man super Reis mitkochen kann und alles dazu, aber das quasi so als Fundament für die Mahlzeit und das schmeckt uns beiden sehr gut und damit bin ich auch aufgewachsen, deswegen ist es so mein Lieblingsbaustein einer Mahlzeit. Schwierig, aber das erste, was mir direkt eingefallen ist, deswegen bringt es ist die sogenannte Senior Night quasi. Das ist an der amerikanischen Uni, hast du ja noch so und so viele Jahre, die du spielen kannst, die verfügbar bist quasi. Und da nennt sich die Senior Night quasi das letzte Heimspiel, das du als Spieler der Uni quasi hast und danach geht es weiter in die Playoffs und so weiter und dann im nächsten Jahr bist du nicht mehr verfügbar für die Uni quasi. Und ja, da war Halle ausverkauft und es war quasi das letzte Mal, dass ich vor den heimischen Fans nach langer Zeit in Kanada auflaufen konnte. Und am Tag hat alles gepasst und wie gesagt, da hat man ganz befreit aufgespielt, weil man wusste, dass es, wie gesagt, das letzte Spiel quasi in einer Uni-Karriere ist, mit super vielen Erfahrungen im Kopf und es war auch ein sehr emotionaler Tag und das Spiel war der Hammer, haben wir dann auch gewonnen und dann persönlich war das natürlich auch ein guter Tag. Ich würde sagen, ja, diese Senior Night müsste 2018 im Februar gewesen sein, dann in Vancouver, das war der Hammer. Ja, gibt es leider viele, wie das im Sport so ist, ne? Gibt es viele Höhen und viele Tiefen, aber boah, da auch dann gleichzeitig 3 Wochen später in den Playoffs, haben wir dann leider verloren und wir hatten für das Jahr eigentlich vorgehabt, mit unserem Kader die nationale Meisterschaft zu gewinnen in Kanada. Und das Spiel, habe ich heute noch Albträume davon, das würde ich auf jeden Fall gern vergessen. Und ja, das ist dann das Gegenbeispiel, was auch interessant ist natürlich, das war dann 4 Wochen auseinander von quasi dem Höhepunkt zu dem Tiefpunkt. Aber wie das halt so ist, es liegt halt leider eng beieinander oder das macht den Sport, das zeichnet den Sport halt auch aus. Nee, Holz irgendwo, ne? Bis jetzt habe ich nur kleinere Sachen gehabt mit Knöchel und so weiter, also klassische Basketball-Sachen, aber bis jetzt ist mir das Gott sei Dank durch gute Athletiktrainer, gute Physios, wo ich immer zugehört habe, was die mir geraten haben und so weiter, ist mir das spart geblieben und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Da muss ich meine Frau fragen. Schlechte Angewohnheiten. Ja, ich rede sehr viel und sehr gerne. Das ist vielleicht eine schlechte Angewohnheit, aber sonst, ne? Ganz okayer Typ eigentlich, oder? Film, also wir lesen ja sehr, sehr gerne, wir zwei. Wir haben beide unsere Kindle, unsere E-Book-Reader und lesen, das machen wir zusammen sehr gerne und sonst, ich meine, ab und zu gucken wir Serien und so weiter, aber sie mag natürlich diese
romantischen Komödien sehr gerne. Ich bin da eher in die Action-Richtung. Auf jeden Fall, speziell beim Kochen, was wir auch zusammen gerne machen. Und ist auch eigentlich fast immer an. Und ich meine, Musik ist ein Großteil, denke ich, von vielen Menschen im Leben. Sommer ist sie sehr, ich weiß nicht, Country-Musik, die ja was sagt. Da ist sie sehr, da hat sie mich auch ein bisschen mit angesteckt, das höre ich auch gerne im Sommer. Aber es ist wie bei vielen Menschen auch, je nachdem, was man halt tut, zum Kochen eher was Gemütliches, Jazz in die Richtung oder halt auch Pop, was auch immer bekannt ist. Und im Sommer eher Country und dann vor Spielen halt eher in die klassische Hip-Hop-Rap für mich Gegend. Aber alles von alles ein bisschen. Ja, zum Leiden meiner Frau, aber singen sehr gerne auf jeden Fall. Nur ich hoffe, dass es nicht zu viele hören, aber auf jeden Fall, ja. Stimme ist ein bisschen heiser heute. Viel geschrien im letzten Spiel, deswegen speichere ich euch das ein. Matty Byroid, the heroes of tomorrow.